Hallo, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur heutigen Tagesbotschaft und deinem Lichtimpuls. Du siehst hier Karten und Bilder aus Fraktalen. Diese Bilder bestehen alle aus einem Ursprungsbild. Die Mathematik nennt dies Selbstähnlichkeit. Sie wirken sehr stark auf uns. Das ist eine heilige Geometrie, die mit ihren Energien wirklich ganz, ganz viel in uns in Resonanz und in Schwingung bringen können. Und dann würde ich vorschlagen, mach's dir bequem, lehn dich zurück, entspann dich, betrachte das Bild, lass es auf dich wirken und lausche der Botschaft, dem Tagesimpuls, den ich dir jetzt vorlesen werde. Weiblichkeit. Die weibliche Energie kann sanft, liebevoll, fürsorglich und warm sein. Die andere Seite der weiblichen Energie ist kraftvoll, beständig, schützend und einnehmend. Weibliche Energie ist das Ausatmen und Nähren der Materie. Alles, was auf Erden existiert, hat auch eine weibliche Seite in sich. Wenn du fühlst, dass deine weibliche Seite in Ungleichgewicht gefallen ist, sei es, dass du diese zu sehr lebst oder sei es, dass du dieser zu wenig Raum gibst, hat dies häufig zur Folge, dass deine Gefühlswelt in ein Chaos stürzt. Erlaube dir zu empfangen und mach dir die Freude, dich mit der Natur zu verbinden. Betrachte die Pflanzen, die Bäume und die Blumen. Sie zeigen dir die perfekte Symbiose von Geben und Nehmen. Die Weiblichkeit ist in harmonischer Ausgeglichenheit. Sie empfangen die nährenden Energien von Mutter Erde und geben zauberhafte Energien an ihre Umwelt weiter. Wenn du die Pflanzen in ihrem vollen Umfang verstanden und begriffen hast, dann bist du einen Wimpernschlag von der Erfüllung entfernt. Heutiger Lichtimpuls: Meine Weiblichkeit ist in harmonischer Ausgeglichenheit. Mein Geben und Nehmen ist in einem Gleichgewicht und in einem natürlichen Fluss. Ich wünsche dir einen Tag voller Sanftmut.